Hallo, hallo, hallo. Heute ist wieder Schoki-Banuki-Tag und heute ist Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen angesagt. Ja, hier, das ist der Marc Hagenbeck, Tachchen. Mentalist und Gedankenleser. Ja? Und ich bin der Sashi und wir präsentieren euch heute den 20. Juni. Ja. Wer hat am 20. Juni Geburtstag? Wir fangen natürlich an, wie immer, im Geburtstagskind. Ja, wer hat Geburtstag? Und heute hat natürlich Geburtstag, wer kennt sie nicht? Nicole Kidman. Ja. Findest du sie gut, oder? Nee. Ganz ehrlich, also wäre jetzt nicht so mein Beuteschema. Aufgesetztes Huhn auch. Komm, dann erzähle ich was zu ihr. Finde ich nicht gut. Nicole Kidman, geboren am 20. Juni 1967. Ach, ne? Komm, lass. Ja. Bekannt aus Filmen wie Moulin Rouge, Australia, Lion und so weiter. Ja, der hat mit Tom Cruise, hat er doch da irgendwie rumgecheckert. Ja. Verheiratet und so ein Kram. Also sag mir leider, Nicole, wenn du uns jetzt siehst, tut uns leid, aber wir können nichts mit dir. Wenn du uns jetzt siehst, wirst du uns nicht verstehen. Ja, genau. Am 20. Juni 2006 ist der US-Präsident George W. Bush als erster US-Präsident seit 27 Jahren nach Österreich gekommen. Ja, dort war er 2 Tage und hier sehen wir ihn, George Bush, ja, so ja. Sexy wie immer. Ja. Und der ist nach Österreich gekommen als erster, der letzte war dann Jimmy Carter, 27 Jahre zuvor. Mhm. Und 2006, da ist er als erster US-Präsident seit 27 Jahren nach Österreich gekommen. Danach kam er nach Österreich, nach Deutschland, nach 2 Tagen, hat die Angie besucht und ist mit ihr auch schön in die MacPom gefahren, in ihre Heimat, wo sie dann halt immer so weite Felder und blühende Landschaften gezeigt ja. hat. Genau. Wahrscheinlich ja. auf die Küste, nehme ich mal an. Ja. Ja. Da war der George W. da. Genau. Das war am 20. Juni 2006. Ja, und heute ist natürlich auch noch Nationalfeiertag in Argentinien. Och, ganz wichtig. Das ist der Feiertag der argentinischen Nationalflagge. Ach, guck mal hier. Wir sehen sie hinter uns. Ja. Ja. Da in der Mitte die Sonne ja. und dann blau, genau. blau-weiß-blau. Ne? Blau-weiß-blau. Mhm. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Blau-weiß-blau. Genau. Blau-weiß-blau, genau. Ja. Blau. Und am 20. Juni wurde Berlin zum künftigen Sitz des Bundestages bestimmt. Das war 1991. So lange ist das schon her. Ja, es ist da bestimmt worden. Also da haben sie beschlossen, zack, Berlin wird jetzt Regierungssitz. So. Ja. Das war Bonn, weg vom Fenster. Das war natürlich für die Bonner, wollte ich gerade sagen, für die Bonner war es natürlich echt ein Schlag ins Gesicht, fast schon. Ne? Haben sie auch überlebt. Ja, sie haben es überlebt, aber man hat es schon gemerkt in der Region. Also ich komme ja so quasi grob aus der Kante. Echt? Naja, so grob. Bist du so ein, ich denke, du bist aus dem Westerwald. Ja, aber wir haben ja nicht weit bis Bonn. Wie weit ist denn nach Bonn? Weiß ich nicht, so 5 Stunden? Ja, und da hast du schon gemerkt, ne? Hab ich schon gemerkt. Nee, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so bis in Bonn, ja, ja, klar. Aber Bonn ist doch gar nicht groß, ne? Nee, Bonn ist eigentlich, ja, geht so mittel, ne? Also größer als mein Ort, Isenburg. Ist ja auch nicht schwer. Aber trotzdem, das ist schon, du hast es da schon gemerkt. Ja. Mhm, okay. Mhm. Ja, also es ist ja jetzt mittlerweile ewig, als 1991, als beschlossen worden ist, als umgesetzt worden ist, weiß ich gar nicht so, ein paar Jahre später. Ja, das auch nicht. Oh, gut. Ist halt so, ne, liebe Bonner, da müssen wir jetzt durch, ne? Ja, gut, dann seid ihr halt mal nicht Regierungssitz, mein Gott. Na. Ja. Ja, ihr habt ja lange genug gehabt. Ja. Ne? Jeder hat so seine Zeit, ne? Jetzt müsst ihr halt was Anständiges lernen. Ja. Das war der 20. Juni und wir sagen Cheerio, bis Sophie, bis morgen. Tschüssi.